So Leute, weiter geht's mit den Autos aus dem Executives and Other Criminals Update. Den weiteren VIP-Autos stellen wir euch vor. Hier in dem Video geht's um den Benefactor Shafter LWB bzw. Benefactor Shafter V12. Beide haben einen V12 Motor. Hier rechts, das ist der LWB, also mit dem Longer Wheelbase, dem längeren Radstand. Guck, können wir das sehen von der Seite? Können wir jetzt so direkt nicht sehen, müssen wir direkt nebeneinander stellen. Der längere Radstand, kann man den irgendwie sehen? So nicht. Jedenfalls, beide haben V12 Motor eingebaut. Wir machen eben kurz einen Check, einen Motorcheck. Dafür mal eben die Fahrzeugtüren alle aufmachen. So. Okay. Enrico, mach's auch mal bitte. Jo. Wieder am Start ist Enrico Italia übrigens. Hier ist der dicke V12 Motor verbaut. Könnt ihr schon sehen. Riesengerät. Und ich sag's gleich am Anfang. Die Kiste hat die Beschleunigung ungefähr von einem Centorno und die Endgeschwindigkeit von einem Adder. Das werden wir halt nachher auch machen. Speedtest. Benefactor Shafter V12 LWB gegen Centorno, Adder, alle möglichen anderen Autos, alle möglichen Supersportwagen, die vielleicht interessant sein könnten. Und Sportwagen auch noch. Und vielleicht, da können wir uns eigentlich den Vergleich mit dem normalen Shafter eigentlich auch sparen, weil der V12 Shafter ist deutlich besser als der normale Shafter. Und der normale Shafter ist eine Limo. Und der V12 LWB Shafter ist ein Sportwagen, um es nur mal festzuhalten. Kurz in LS Customs fahren. Wir können einiges tunen bei der Kiste. Türen alle zu. Jupp, Motorhaube fällt gleich mal ab. Was ihr tunen könnt, das seht ihr gleich. Es sind auf jeden Fall mehrere Tuning-Parts, also 4, 5 Spezial-Tuning-Parts, glaube ich. Wir können normal Panzerung, Bremsen, Stoßstangen, können wir tunen. Das ist mal ein Spezial-Tuning-Part. Da habt ihr hier verschiedene. Ich habe ja die unten genommen, die teuerste Aero-Front-Stoßstange. Dann bei Heckstoßstange habt ihr Carbon-Heck-Diffuser, so sieht es normal so mit Heck-Diffuser. Dann haben wir noch Motor. Auspuff könnt ihr tunen, hier Zane, Doppel, Titan, Oval, Renn, Auspuff. Sprengstoff-Motorhaube könnt ihr tunen, da habt ihr einmal serienmäßig, dann mit Einlass, Carbon, Carbon-Einlass. Hupe, Scheinwerfer, Schutz, Diebstahl, Verlust, Nummernschild, Lackierung. Lackierung habt ihr noch primär und sekundär. Ausstattungsfarbe könnt ihr wieder ändern, weil es ein VIP-Auto ist. Bei Dach habt ihr noch Carbon-Dach, nehme ich ja nicht, finde ich nicht so cool. Wir haben noch Seitenverkleidung, haben wir ein serienmäßig Tuning. Und Carbon gemacht wegen dem Frontspoiler. Das passt ganz gut zum Frontspoiler. So, dann Spoiler. Haben wir keinen Spoiler-Lippe. So ein kleines Ding. Carbon. Und hohen Spoiler. Passt gut wegen der Lackierung. Chrom. Sekundär. Federung. Getriebe. Turbo. Reifen. Fenster. Und das war's. So, Leute, dann geht's jetzt zum Drag Racing. Jetzt wird's interessant. Benefactor Shafter. V12-LWB. Gegen alle möglichen anderen Supersportwagen. Bis gleich. Oh my days. Bis gleich. Oh shit. Ja, Leute, dann werden wir mal sehen, wer jetzt schneller ist. Shafter LWB oder Shafter V12. Eigentlich sind es ja dieselben, bloß halt, dass hier der LWB etwas länger ist, wegen dem längeren Radstand. Beide Sportwagen, beide V12. So, Enrico hat den V12 und ich den LWB V12. So, ja, Linie. Da würde sich Weichstudio, glaube ich, freuen. Wieso? Das ist so ein Mercedes-Benz-Fan. Ach, Weißstudio ist Mercedes-Benz-Fan? Okay, Shoutout ja. An Weißstudio, an Chris von Weißstudio. Shoutout. Sportwagen LWB, Shafter LWB gegen Sportwagen Shafter V12 bei 1 Minute. Okay. Bam. Oh. LWB. Okay. Oh mein Gott. Oh. Scheiße. Alter, was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Alter. Ey, der hat doch nur einen längeren Radstand, der LWB, Alter. Der hat doch nur einen längeren Radstand, Mann. Der hat doch den V12 Alter. Auch drin. Was ist das denn? Alter. Ich sehe nur ein... Ich sehe... Geil, Alter. Ey, das ist doch nur... Mann! Warum ist der so lahm? Scheiße. Alter, der LWB... Ey, der V12 ist der Hammer. Guck mal, ich sehe nur einen kleinen Punkt am Horizont, Mann. Ich sehe auch noch einen Punkt. Ich sehe dich gar nicht mehr. Fuck. Ey Leute, wisst ihr was? Ey, ich switch nochmal kurz zum V12. Ich tune den V12 auch nochmal kurz auf. Und dann sehen wir uns gleich beim Speedtest wieder. Sind ja im Prinzip dieselben Autos, bloß dass der V12 extrem abgeht. What the fuck, Alter? Ist ja der Hammer. Shit. Das ist schon sowas von klar. Ey, bis gleich, ich manke. Ich gebe auf, ey. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr, Alter.
Ich fahr jetzt ins Ziel. Da muss ich nicht mehr viel zu sagen. Das war's. Alter. Verdammt nochmal. An der einen fucking Berg. Verdammt. Was geht mit der Karre? Was geht? Was geht? Wie geil. Und da kam mit Max Holz einfach rum. Der kommt nicht mehr klar. Alter. Nee, ich tune jetzt den V12 auf. Alter, wie kann das sein, dass der so schnell ist im Vergleich zu dem, oder? Wie krass. Ey, ich hab keine Ahnung. Der hat, Digga, glaubst du mir, weil der ist ja auch für ein T-Z. Ja, der V12 ist ja auch billiger, weißt du, als der LWB. Wie kann das sein? Das ist mein Benefactor Schäfter V12. In der V12-Version, ich habe es mal ein bisschen anders getuned, damit ihr einen Unterschied sehen könnt. Die Felgen sind anders. Innenfarbe ist jetzt Limettengrün, ja, zur Abwechslung. Primär ist Chrom, sekundär ist ein Torino-Rot. Und bevor es jetzt losgeht, gehen wir mal noch kurz ins Internet auf Reisen und Transport auf Legendary Motorsport, dass ihr nochmal die Preise sehen könnt vom Benefactor Schäfter V12. So, LWB kostet 208 in der Standardversion, ja, 208.000. Und die V12-Version kostet $116.000. Ey, das ist ein Witz. Es ist so ein Witz im Vergleich zu der Leistung. Das ist extrem. Ihr zieht damit wirklich jeden verdammten Sportwagen ab. Das Ding ist ungefähr so stark wie ein Supersportwagen, wie ein T20 oder wie ein Adder, was die Endgeschwindigkeit angeht. Oder halt Centorno-Beschleunigung und Adder-Endgeschwindigkeit. So ungefähr würde ich den einschätzen. Absoluter Hammer. Bis gleich zum Speedtest. Speedtest, Leute. Schäfter V12 jetzt. V12 gegen den bislang besten Sportwagen, den Massacro in der Racing-Version. Jester war auch gut, aber ja, Jester und Massacro, das waren bislang immer die besten Sportwagen. Nachher machen wir auch mit dem Verlierer. Also V12 gegen Verlierer jetzt erstmal gegen den Massacro. Übrigens, was ich vergessen hatte, der Benefactor Schäfter bei V12 LWB, nachdem es eine Mischung aus E-Klasse, S-Klasse und Mercedes-Benz CL-Klasse. Ja. Nur nochmal zur Info. Okay, dann würde ich sagen, Handbremse, Gas und es geht los ab 1,5, 1 Minute und 5 Sekunden. 1,5 geht klar, passt. Ja. Hi. Okay. Alter, er zieht verdammt schnell ab. Also Jess, ich meine Massacro auf jeden Fall bessere Beschleunigung als der V12. Aber der V12 wird richtig fett aufholen gleich, sag ich dir. Das sag ich dir. Er zieht. Ist schon bei über 120. Zieht. Meiner ist im letzten Gang, glaube ich, jetzt. Ja, ist schon im letzten Gang. Okay. V12 zieht immer noch. Jester bis auf Mittelstrecke besser als V12. Und auch deutlich besser, was die... Ich meine, ja, Massacro auf Mittelstrecke besser als V12 und auf jeden Fall Beschleunigung deutlich besser als V12. Aber jetzt Endgeschwindigkeit, das wird nochmal interessant jetzt. Massacro gegen V12, Schäfter V12. Er holt auf. Aber er kommt auf. Er kommt immer näher. Er kommt immer näher. Bye bye, Massacro. Bye bye. Zieh dir das mal rein, Alter. Zieh dir das mal rein. So, nochmal. Es geht weiter mit dem Drag Race. Schäfter V12 gegen den neuen Bravado-Verlierer aus dem neuen Update. Der neue Sportwagen. Sportwagen gegen Sportwagen, V12 gegen Verlierer. Ich muss mir hier kurz hier reinparken. In die kleine Lücke hier so. So. Wir haben ja schon gesehen, Endgeschwindigkeit zieht er den Massacro ab. Beschleunigung war der Massacro noch deutlich besser. Und ich würde sagen bei 45. Jo, 45. V12 gegen Verlierer. Bam. Okay, jo, Beschleunigung haben die anderen Sportwagen noch einen Vorteil. Da ist der V12 nicht so gut. Ja, der kommt aber jetzt denn, schon. Ja, er kommt jetzt schon. What the fuck? Er zieht ihn schon auf Mittelstrecke. Nee, auf Kurzstrecke ist es ja eigentlich. Ja. Guck dir das an. Verlierer wird klar gezogen vom V12 auf Kurzstrecke schon. Alter. What the fuck? Viertelmeilenrennen klar gewonnen vom V12. Aber ja, leider schon. Mal ein bisschen noch schlechtere Beschleunigung halt. Da ist er nicht so. Also wahrscheinlich wegen der Größe und wegen der Länge halt. Also heftig großes. Ja, aber so. Guck mal hier. Verdammtes Teil, Alter. Verdammter Verlierer. Aber im Vergleich, was würdest du sagen? Na gut, das machen wir nachher noch. Wir machen ja noch Verlierer gegen Massacro und sowas. Das machen wir später noch in anderen Videos.
Aber so wie es aussieht, ist der Massacro und Jester Racing Version dann immer noch etwas schneller als der Verlierer, der Sportwagen Verlierer, Alter. Ich dachte, dass er wenigstens dann gewinnt, weil er schon Verlierer heißt, dass man dann nicht gleich weiß, dass es Verlierer ist. Na egal. So, nächster Speedtest. Shit. Weiter geht's, Speedtest, Drag Race, V12, Schäfter V12 gegen den Supersportwagen T20, einer der besten Supersportwagen, mit der beste, neben dem Osiris, bester Supersportwagen für Rennen. Gucken wir, sich in der Endgeschwindigkeit schlägt. 11.30 geht's los. 11.30 geht's los. 4. Hast du ein Handy draußen? Ja, ja. 3. Okay, nice. 2. 1. Go. Ja. Ja, Beschleunigung ist klar. Der T20 zieht gut ab. Jetzt immer geradeaus. Ja, immer geradeaus. Und die Endgeschwindigkeit ist ja wichtig, die Endgeschwindigkeit. Richtig. Schauen wir mal. V12, Alter, guck mal, allein, dass der Sportwagen schon hier schon... Ja, allein, dass der ja schon mithalten kann mit dem T20. Was ist das? What the fuck? Ey, Leute, also für langen Streckenrennen, also für Races mit langen Geraden, ohne viel Kurven, auf jeden Fall V12 nehmen. Meine Handling ist klar, ist der T20 besser oder der Osiris besser. Aber die Endgeschwindigkeit, Alter. Wenn ihr so lange Geraden habt wie hier, ausnutzen. V12 nehmen. Voll aufgetuned. Guckt ihr es mal an jetzt. Er holt auf. Alter, das geht. What the nicht. Fuck? Nein! Alter! Egal, weiter. Weiter. Alles nein! Warte mal. Weiter. Nein. So, okay, dann fahren wir gleich auf. Ja, machen wir gleich auf. Gleich auch nochmal Neustart. Hier ist Linie. So. Okay. Handy raus. V12 versus T20. Bei 12 Minuten und 12. Alter, du dumme Sau. Mann, der ist so nervig. Oh, wir sind Scheiße, Mann. Ey, voll behindert, Mann. Der rappt mich. Dumme Drecksau, Alter. Das müssen wir noch schneller machen. So. Okay, V12 gegen T20 Supersportwagen bei 12.22. Go. Okay. Beschleunigung ist halt wieder klar. Ja. T20 zieht klar ab, aber wie gesagt, bei Rennen, wo ihr ganz, ganz lange Geraden habt, unbedingt den V12 nehmen. Also wo es nicht so sehr um Handling geht und nicht so sehr um Beschleunigung. Die Endgeschwindigkeit ist ja Wahnsinn. Die Endgeschwindigkeit ist der Wahnsinn vom V12, meine ich. Der holt den auf. Der holt den ab. Nee. Ja, der holt auf. Der zieht den ab. Wirklich. Der zieht ab. Der zieht den T20 ab. Der V12 zieht den T20 ab. Ohne Spaß. Wenn du überholst, sag's mir, gut. Ich seh's auch und dann. Ja, ich überhol links. Du bist direkt hinter mir. Ja, ich überhol links. Oh Mann, schaffen wir es noch? Scheiß Verkehr, Mann. Ich überhole rechts. Ja. Hast du mich? Wort über. No, ja. Jo. Ey Leute, es ist offiziell, es ist amtlich. Der V12, der Chef der V12 hat echt den Supersportwagen mit den besten Supersportwagen neben dem Osiris, den T20 geschlagen. Alter, what the fuck? Also in Endgeschwindigkeit, nur in Endgeschwindigkeit. Das ist wichtig nochmal zu erwähnen. Handling ist ja T20 natürlich besser und Beschleunigung, aber Endgeschwindigkeit, Alter. Lass nochmal Adder testen, was? Oder? Wollen wir nochmal Adder testen? Ja, wer hat eigentlich hier so mehr Power? Wer kann da mehr durchhalten? Weißt du, ich meine? Was, schieben oder was? Ja. Also auf 3 Gas. Ja, ich gebe schon Gas. Also auf 3, 1, 2, 3. Ich gebe schon Gas. Okay. Alles klar, also der T20 hat ja mehr Power im Schieben. Er macht Sinn, weil der einfach hier zu schwer ist. Der kommt nicht so leicht vom Fleck, die Beschleunigung ist halt nicht so gut vom V12. Okay, machen wir nochmal Adder, oder? V12 gegen Adder, weil Adder bisher beste Endgeschwindigkeit von den Supersportwagen. Okay, bis gleich. Jo. Oh! Fuck. Oh Mann. Ich muss mal eben mein V12 reparieren. Was war das? So, jetzt wird es nochmal spannend. Benefactor Chef der V12 gegen den bisher von der Endgeschwindigkeit her schnellsten Supersportwagen, den True Fate Adder. Die müssen ungefähr. Ich schätze mal gleich einen von der Leistung, von der Beschleunigung her und von der Endgeschwindigkeit her. So würde ich mal sagen, weil der True Fate Adder hat auch nicht so die beste Beschleunigung, aber eben bei der Endgeschwindigkeit, der ist der absolute King. Immer noch, soweit ich weiß. Okay.
Los geht's dann bei 19 Uhr, genau. Go. Go, 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 go. Yes, dann komm. Du hast zu lange gewartet, du hast zu lange gewartet, du hast viel zu lange gewartet. Ja. Hey, wir machen es nochmal. Auf 3, 2, 1, go, sage ich dann. Und 3, 2, 1, go. Go, 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 go. Oh. Okay. Alter. Oh, okay. Die liegen echt fast gleich auf. Guck mal. Lord, holy crap. Der Chef der V12 ist ein Tick schneller. Er ist ein Tick schneller. In der Beschleunigung. Tick schneller. Und jetzt ist er schneller. Ja. Also ich sag mal, Mittelstrecke ist der V12 schneller als der Adder. Hier rüber, zu rüber. Geradeaus, ja. Ja. Ich push dich dann von hinten, wenn ich komme. Ich komme. Ah. Ich komm. Du hast ja schon die bessere Endgeschwindigkeit, oder? Okay, jetzt kommt der Adder. Jetzt kommt der Adder. Ja, ja, nein. Ich fahr geradeaus weiter. Ich bin auf der anderen Seite. Sag dann einfach, wenn du wiederholst. Wenn du überholst. Ja, ich hab dich noch nicht, Dauert noch. Okay. Okay. Was zieht der echt den Adder? Ist das das schnellste Auto im Spiel? Ist es nicht dein Ernst? Oder? Oh, ich komm wieder. Fuck. Oh, Alter, komm, what the? Digga, das gibt's nicht. Hey Leute, es ist offiziell der Chef der V12, ist der schnellste Sportwagen, ist der schnellste Wagen im Spiel, das schnellste Auto im Spiel, also von der Endgeschwindigkeit her. Beste Endgeschwindigkeit, V12, okay, noch nicht. Oh, ich komme, oh mein, oha! Überholt er? Alter! Wir haben same speed, oder? Same speed. Nee, du bist doch schneller, Scheiße. Aber es ist doch offiziell, was die Endgeschwindigkeit angeht, V12... hat die zweitschnellste Endgeschwindigkeit im ganzen Spiel nach dem Adder, würde ich jetzt sagen. Das würde ich auch sagen. Ja. Also auf extra Langstrecke, ultra Langstrecke überholt dann doch der Adder, aber auf Langstrecke war echt der V12 eine ganze Zeit vorn, was extrem ist, oder? Das ist extrem. Richtig extrem. Wow. Beste Endgeschwindigkeit nach dem Adder, holy crap. Benefactor V12. Und das war's auch mit dem Video. Benefactor Chef der V12 gegen alle, weil die Karre ist extrem. Alle. Gegen alle. Ja. Und ja, ihr seht's, der Adder hat dann letztendlich zieht dann doch den längeren. Und er hier den kürzeren. Bis zum nächsten Video. Ihr haut rein, wir sind raus. Peace out. Ohne Unfall. Ah, scheiße. Mit Unfall. Toll. Ja, toll.